Sie hat so viele Geschichten erzählen können über ganz berühmte Menschen, über die Gebrüder Grimm, über die Beatles. Es waren Helden, es waren Musiker, es waren Künstler, es waren Politiker. Es war traumhaft. Es war wirklich der faszinierendste und der spannendste Unterricht, den wir je gehabt hatten. Und irgendwann habe ich auch festgestellt, sie kann gar keine Gedanken lesen. Aber ich wollte es können. Und heute kann ich euch sagen, ja, ich kann es. Kann es auch beweisen. Kann es auch mal beweisen. Strecken Sie mal Ihren Zeigefinger nach oben. Genau, sehr gut. Nur einer, einer reicht, danke. Ist wie in der Schule, alle melden sich, das ist der Reflex. Okay, sehr gut. Kommen Sie näher. Noch näher. Noch näher, berühre meinen Zeigefinger. Denk an einen Kinofilm. E.T. Seht ihr, funktioniert mit dem Gedankenlesen. Nein, lass deinen Zeigefinger noch mal oben und berühre einen von diesen Karten. Irgendeine berühren und nimm sie am besten raus. Lass mich nicht sehen. Nur eine Karte. Hast du eine? Sehr gut. Halt sie so, dass ich sie nicht sehen kann. Du hast jetzt von diesen Karten hier dich für einen entschieden. Du hättest Beethoven nehmen können, Einstein. Einstein ist auch nicht schlecht. Newton, Kopernikus und so weiter, Galilei, Galileo, Cäsar. Du konzentrierst dich bitte auf deine Karte. Ich versuche mir mal ein Bild von deiner Karte zu malen, ja? Du konzentrierst dich ganz stark auf deine Karte. Sehr gut. Konzentriere dich. Wie heißt du? Christian. Ein Strich hier. Wie gefällt es euch soweit? Dann kommt noch besser. Du konzentrierst dich nochmal. Das ist eine männliche Person. Nein, die waren früher alle männlich, das ist klasse. Okay, ich glaube, es ist eine bedeutende Musikerpersönlichkeit. Es ist einer der größten Musiker überhaupt. Es ist Mozart. Mozart. Jetzt fange ich auch noch an wie er mit dem Horoskop. Mozart. Nee. Okay, das ist nicht die gewählte Karte. Das ist die oberste Karte von einem ganzen Kartenspiel. Ich muss nur die richtige Perspektive einzeichnen. Strich hier und hier und hier und hier. Und schon haben wir 51 Karten mehr. Und deine Karte ist auch dabei. Nein, okay, jetzt verrätst du mir, was hast du? Was war das für eine? Was ist das? Edison. Hat genauso viele Buchstaben wie Mozart. Edison. Na okay, konzentriere dich nochmal auf die Zeichnung, okay? Stärker, du musst dich nochmal stärker konzentrieren. Und das Tolle ist, dass es sich hierbei nur um Papier und Tinte handelt. Da lässt es sich verreiben und verrutschen. Das darfst du mitnehmen. Ich nehme Edison, das ist für dich hier. Vielen Dank!